Hallo, der Grund, warum ich das hier überhaupt mache. Mein Name ist El Linkemann und... ja, was mache ich hier eigentlich? Man sieht, ich habe wieder viel benutzt. Hier und hier. Rap habe ich gar nichts mehr. Wirklich knappe Angelegenheit. Ich bin nochmal durch die Hölle gegangen, nur für euch. Ja. Und darf behaupten, dass das alles ein ganz großer Haufen Müll war. Und ich das wirklich nicht nochmal machen will. Also strengen wir uns mal an hier, ne? Aber ich hatte voll Leben. Ja. Oh, das muss man gut heißen. Ja. Ich habe den letzten tatsächlich ohne Hit besiegt und wurde voll. Voll, ihr wisst schon. Nicht in dem Sinne von voll. Und nun sehen wir uns tatsächlich hier wieder. Wily Stage. Hab nichts mehr zu labern über diese. Über dieses Gespräch mit Inafune. Ich habe mit ihm selbst immer noch nicht geredet. Wer hat's anders erwartet? Seid ehrlich. Seid ehrlich mit euch selbst. Belügt euch nicht. Zack. Ah ja, die Taktik hat man ja jetzt drauf. Das war jetzt einfach nur. That's what that was just unfortunate. Ich hoffe einfach nur, dass ich drunter durchkomme. So, klappt doch. Was soll das denn? Es ist immer noch dieser eine Donnerstag, der morgen Freitag ist. Und in diesem Donnerstag wurde schon diese strapaziert. Wie sonst Tage. Das beziehe ich auf meinen Tag heute. Ich musste qualvollerweise um 8 Uhr aufstehen. Die 8 Uhr ist total gut, ich weiß. Ich wollte mir qualvoll sagen, das kann ich gar nicht. Ja, musste zur Schule. Ja. Hatte bis 5 bis 5 bis 7 Uhr Schule. Ja, ich bin so gereizt, kam um 7:30 nach Hause, war endlich mal zu Hause, richtig, ja, es hat endlich was und schon bin ich der Aufnehmer. Tsching. Ich hab's überlebt. Gott weiß wie. Na, nein, nicht ganz. Auch das nicht ganz. Aber diesmal habe ich es geschafft.
ich aufgeladen habe. Ich hätte natürlich Thunder gemacht. Verdammt. Aber hey, ist nichts passiert. Noch ist nichts passiert. Muss ich noch sagen. Ah, ich muss mal hoffen, dass ich ihn jetzt fertig mache. Naja. Also wirklich, ich bin heute super gereizt. Es ist natürlich der perfekte Gemütszustand, Mega Man aufzunehmen. Gerade dieses Level. Passt perfekt. Meine Mutter kam währenddessen noch rein, als ich bei Robot Masters verloren habe. Ich bin aber ein bisschen leiser. Man merkt, ich nehme mich mal gerne selbst auf die Schippe. Diesmal nicht. Geschweige, die ganze davon abgesehen, dass ich überhaupt ohne Hosen hier sitze. Und eventuell habt ihr gemerkt, ich nehme mich auch mal gern selbst auf die Schippe. Ich sitze nämlich mit Hosen hier. Und jetzt gar nicht zu denken, oh, für uns ohne Hose. Nein. Oh Gott. Was war denn anständig? Das war jetzt an den Eifel-Pegel richtig, dass ich nämlich nicht anständig ist. Würde ich gerne ohne Hose sehen. So sieht's aus. Und ich nehme auch gerne den Eiswelf hier auf die Schippe. Vielleicht ist euch auch das aufgefallen. Wer tut das denn nicht gerne? Schön, dass wir jetzt mal über was anderes reden als dauernd. Das finde ich wirklich super toll. Dass ihr mir auch zuhört, ist wundermaßen. Da war ein Tonter durch, epischerweise. Und da hat ihn gesehen, also diese kleinen Scheißteile. Hui, hört mal, das ist aber knapp. Das macht gar nicht so Spaß. Ich könnte das jetzt schon deutlich drauf machen. Beziehungsweise nachts. Wir haben ja jetzt. Wo ist meine Uhr? Wo ist meine Uhr? Oh, 9:30. Ja. Na, wo ist er denn? Wo ist er denn? Na, das ist aber zu das extra Basis. Und dann kommt er da hoch. Und ich komme vorbei. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo ich sage, let's W. Say what? Yeah. Damit ich ihn nämlich schocken kann. Boah, gute Runde. Nicht gut. Das klappt immer wieder. Schön, dass auch das nochmal klappt. Yeah.
Jetzt einfach nur aufmerksam bleiben. Die Taktik beibehalten. Nein! Ich wollte springen. Danke, 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 danke. Oh nee, ich heul gleich. Okay, I give up. Sorry about all the trouble. Ich gebe auf, Trigger wegen diesem Problem. Ich werde jetzt leise gehen. I don't trust you, ich trau dir nicht, Riley. I gonna do what I should have done years ago. Ich werde tun, was ich früher hätte tun sollen. You forget, Mega Man. Du vergesst, Mega Man. Roboterkanonen, die Menschen verletzen. Punkt, Punkt, Punkt. I am more than a robot. Ich bin mehr als ein Roboter. Stirb, Wily! Episch. Verdammt. Ah, das war's schon. Headshot. Komm schon, Mega. Oh, Travel. Was geht? Oh. Das geht nicht. Zu late, Mega Man. Zu spät, Mega Man. Ja, lachen wir drüber. Er. Wer überreagiert, verliert. Wir werden wiederkommen. Hesität, überreagieren? Ich weiß es nicht. Und auch ich. Meine Damen und Herren, das Inferno hinter uns gelassen. Es war wirklich ein Inferno der Gefühle, Mega Man 7. Das jetzt mit Bestätigung, Professor F, mit Bestätigung das schwierigste Spiel und das wahrscheinlich größte. Shigeaki Sakamoto Freeze mit dem Thinking Look, dieses Thinking About The Planner. Da war doch, glaube ich, auch Inafki dabei. Nein, noch nicht. Ryo, Kadon, Monji, Pitaro. Namen, die man nie vergessen wird, wenn man dieses Spiel gespielt hat. Junkman von Yun Akiba. Ich versuche mal alles richtig auszusprechen. Diese Folge wird auch länger als 15 Minuten wegen dem Abspann. Object Designer ist Inafki, Daisa, X-Men, MH2, Black, Iki, HK, den kennen wir auch, HK.
Galaxy on Nutzen mein Monkey Mafu Kachidan. Tatsuoko, der 12. Warte, 2,50 Meter Mann. 2,50 Meter. Burstman von Keishi Tsuchiya, der wahrscheinlich schlechteste Idee ever. Bis jetzt. Das Scroll Designer, wer war denn da dabei? Wer hat das Scrollen ermöglicht? Prost, Natsuya, Sloan Fair, Shimo-chan und Inuyam, Noah, Roman Y, Okiran, Juni, Cosmo und Minako. T.A., Shizu, Hashi, Tsitsi, Shige-chan, Motan, G, Jian. Auch alles epische Namen. Cloudman von Isao Nakagi. Okay, ich möchte jetzt noch die nächsten Namen sich vorlesen, bis auf die Robot Masters. Weil ich sage euch, ein Tipp für euch. Wenn er wirklich Mitte rechts, also ungefähr Mitte, oh, ganz oben ist, stellt ihr euch unter. Er schießt dann 4 Kanonen, wartet noch ab, geht dann nach links und dann Tomoko Tanabe. Und dann springt ihr hoch und nach rechts. Damit erwischt ihr euch nicht. Es muss perfekt geteilt sein. Vielleicht müsst ihr ein bisschen üben. Aber es lohnt sich. Ich habe den Kampf so gut hinbekommen am Ende und trotzdem war er so knapp. Unglaublich, dieser Kampf war sehr schwer. Haruo Kubo, Sayo Osawa. Springman, Akira Ito. Hat er mich schon angebracht? Oder bin ich paranoid? Programmer. Oh, wer hat denn programmiert? Ikuchan Tsuki Sabo Sakatoshi Nao. Boah, klingt alles wie ein Name. Slashman von Yuichi Amano. Nummer 54. Ich hab gedacht, ich hätte mich nicht erzählt. Ja, dann gab es 0, die 1 war ich. 2 war Roll. Poser war der Trevor Mustang. TNN, Youth, Kuskuf, Tomozo, Khan, Applezett, Moritz. Und ich hab Ipo noch gelegt. Den vorletzten. Shade Man, Tetsuya, Waitada. Deine Idee ist super gemein. Also, ich kann euch sagen, an alle da draußen, die sagen, ja, ich kann echt nicht urteilen, ob das Spiel wirklich so schwer ist. Wenn man es drin spielt, ja. Wenn man weiß, wie man alles findet, nein. Takepong, meine ich. Also, es variiert. Oh, Transformer! Takashi Kino! Kino! Transformer! Cool! Wollte ich nur noch mal mitteilen. Bass und Treble! Ja, es gibt auch eine Bass und Treble Version. Ich weiß nicht, ob es die von dem Spiel gibt. Und Capcom. Und so, ne, und die ganze Gruppe. Und Capcom, die ganze Gruppe. Das Inferno immer noch hinter uns. Erleuchtet den Sternenhimmel mit Rot. Eine Sternschuppe, ich wünsche mir was, ich wünsche mir was. Ja. Und da ist's. Was ist das? Oh, Mega Man zu Hause. Oh, da ist auch Eddie. Und dieser japanische Typ. Und da der Vogel, wie hieß der nochmal? Ich hab keine Ahnung. Und Roll und Rush und Dr. Light. Ein schönes Bild. Bedeutet das, dass das Spiel zu Ende ist? Ha. Aber das ist anscheinend das Eddie-Haus. EDDY, der geschrieben, glaube ich. Oder EDY. Thank you for playing. Capcom 95. 95 kam das Spiel aus. Ha. Wow. Also ganz ehrlich, das Spiel. Die ersten 4 Robot Masters haben Spaß gemacht. Die zweiten 4, Turbo Man Stage, Shade Man an sich, Slash Man, waren schwer.
springt er nicht, aber seine Stage. Die Riley Stages allesamt brutal hart. Die Musik? Gut? Nicht die beste. Wenn ich jetzt eine Rangliste aufstellen müsste, wäre Mega Man 7 letzter, weil Mega Man 1 auf dem vorletzten Platz kommen würde, weil das halt der Anfang war. Das zählt nicht, dass das auf der ersten ist. Und es ist trotzdem nicht so gut wie andere Spiele. Die Zwischenplatzierung lasse ich jetzt mal weg. Auf Platz 1 denke ich mal ganz klar Mega Man 2. Einfach das beste Spiel, beste Musik, besten Kämpfe. Großartig. Auf Platz 2 Mega Man 3. Das gleiche. Ist halt auf Platz 2, weil der Yellow Devil vorkam. Oder vielleicht auch gerade deswegen auf Platz 2 und nicht weiter hinten. Auf Platz 3 Mega Man 6. Hat mir sehr viel Spaß gemacht zu spielen. War aber halt musikalisch nicht der Höhepunkt. 4, 5 teilen sich, denke ich mal, den nächsten Platz. Und dann 1 und dann 7. 7 kommt tatsächlich ans Ende. Was wird nun von mir folgen? Ich werde wieder eine kleine Pause eingehen. Wie lange diese Pause wird? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin vom 1. Oktober bis zum 8. bin ich nicht da. Da bin ich am Chiemsee. Da werde ich also weniger mit Videos beisteuern können. Deswegen werde ich eventuell vorher noch was ganz kurz machen. Ein kurz Let's Play. Aber bis dahin, bis zum nächsten Let's Play verabschiede ich mich. Ein großartiges Spiel mit einem Schwierigkeitsgrad, den ich keinem zumuten möchte, der das Spiel wirklich blind spielt. Mein Name ist Jan Winkelmann. Ich spiele, um Spaß zu bringen, Spaß zu haben, mich aufzuregen, mich abzuregen. Und ich werde mir wirklich bedankt von Capcom höchstpersönlich. Bis dahin, bis zum nächsten Let's Play.